beobachtete die Bulliaren argwöhnisch, als sie vor ihm das Haupt neigten. Ganz gleich, welchen Respekt sie ihm bei Lichte zollten, er wusste, dass sie in den Schatten flüsterten und ihn verfluchten. Mörder, dreckiger Bauer. Tarnovo mochte die Stadt des Zaren sein, doch sie gehörte den Bulliaren. Ivaljo wusste, dass es sein Todesurteil sein würde, wenn er blieb, aber er war an die Stadt gebunden. Die Zarin trug sein Kind in sich, doch das Vatersein würde warten müssen. Den Kaiser hatte Ivan Assens Niederlage nicht abgeschreckt. Er verpflichtete seinen Schwiegersohn, den Mongolenkriegsherrn Nogai, Bulgarien anzugreifen. Nogai, ein Nachfahre Genghis Khans, war ein kräftiger Mann. Bei einem Kampf gegen einen Bruder im Kaukasus hatte er ein Auge verloren. Diese Entstellung kostete ihm die Chance, als Khan über die Goldene Horde zu herrschen. Doch das war ihm gerade recht. Nogai war kein Mann, der untätig in einem goldenen Zelt saß. Er wurde zum Königsmacher, zur wahren Macht hinter der Horde und führte die Krieger in die Schlacht. Mongolen, Tataren, Kumanen, Krieger so zahlreich wie Grashalme strömten über die Donau nach Bulgarien. Ivaljo eilte mitten in der Nacht zur Flussstadt Drastar. Dort würde er eine Armee zur Verteidigung aufstellen. In Tarnovo wartete die Zarin alleine mit ihrem Kind auf seine Rückkehr. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 2. Für diese Folge gilt übrigens genau das gleiche für die letzte Folge, sollte ich ab und zu köcheln oder sonst irgendwie komplett abkacken. Wundert euch nicht, und warum das so ist, könnt ihr euch in der letzten Folge ganz kurz am Anfang anhören, denn ich habe das letzte Mal schon alles erklärt. So, das reicht auch schon an der Klärung und da geht's auch schon los, cool. Hauptziele: erreichen Sie Drastar, bevor Ranislav im Zweikampf erschlagen wird. Okay, 200. Die Mongolen haben einen Kämpfer zum Zweikampf herausgefordert. Ranislav hat sich freiwillig gemeldet. Wenn er stirbt, bevor wir Drastar erreichen, wird die Garnison die Hoffnung verlieren und sich den Mongolen ergeben. Wir müssen uns beeilen, Ivaljo. Okay, ich bin dabei. Ich gebe mir Mühe. Weißt du was? Um die Intro-Sequenz zu überspringen, speichere ich jetzt schon. Weil der offensichtliche Weg ist eh der tödlichste Weg wahrscheinlich. Deswegen warten wir ganz kurz einfach, bis hier irgendwas passiert. Hello, der Mongo Dice. Mhm. Das war ein Turm, alles klar, alles easy. Wie viele Matten denn noch? Ach du heilige Scheiße. Ich hab nicht aufgepasst. Was war Drastar? War Drastar die Stadt hier oben oder? Hatte ich noch viel zu viel. Sacre bleu! Hilfe! Eine Burg! Der Mongole hat unserem Kämpfer einen schweren Treffer zugefügt. Ranislav ist dem Tode nah. Wir müssen uns beeilen. Endlich seid ihr gekommen, Zar der Bulgaren. Nogai Khan freut sich auf eine große Schlacht. Ach du Scheiße. Enttäuscht ihn nicht. Ja, alle tot. Könnt ihr mir bitte kurz helfen, Jungs? Das wäre super freundlich. Weil ich habe das dumme Gefühl, dass mein Held nicht sterben darf. Mein Zar, macht euch keine Sorgen um Rohstoffe. Wir haben die Stadt mit allem ausgestattet, was ihr braucht. Führt unsere Truppen an und wir werden für sie sorgen. Okay. Warte, dass ich das schon geschafft habe, ist eigentlich ganz in Ordnung. War doch scheiße, als ich dachte, habe tatsächlich. Hä? Ach so, lol, ich darf gar nicht. Ach lol. Die Echo ist ja gar nicht erlaubt. Ja, moin. Ja, Moment. Ja, Moment. Das ist jetzt aber dann doppelt interessant. Da oben ist ein Wolf. Kein Plan. Also ich bin ehrlich, das finde ich schwierig.
Habe ich Marktplatz? Ja. Nein, was ist das für ein Hotkey, Mann? T. Ah, hätte ich doch selbst denken können. Aber zu direkt sind wir. Was sollen die jetzt hier kurz aufhalten? Das ist alles easy. Ein Tatar wartet vor den Stadtmauern. Das ist jetzt richtig belastend. Er sagt, er heiße Kasim Bey und habe ein Angebot für euch. Oh, ein Angebot? Ich habe ihn gerade angegriffen. Sa'i Valyo, wir sind Seelenverwandte. Wir beide wollen unser Volk befreien. Tötet die Khane, die über die Tataren und Kumanen herrschen. Dann werden sich diese Stämme gegen die Mongolen wenden. Oh mein Gott, wenn der Turm fällt, bin ich am Sack. Du, ich sag's mal, wie es ist, ne? Finde ich ein bisschen stressig gerade. Nee, sie schaffen den Kehlposten nicht. Lief das schon mal gut. Bin ich ehrlich, du? Lief gut. Krieg doch diesen scheiß Marktplatz an, meine Güte. Sie steht in Mitte. Da. Da, hast du ein Boy. Alter. Also die gehen mir richtig auf den Sack, die Mango Dice, ne? Na gut, Mango Dice, gar kein Problem. So, das haben wir. Habe ich eine Universität irgendwo? Ja. Ballistik. Da. Fucking hell. Da sind sie in die Luft gegangen. Hä, was ist das denn jetzt? Hallo, kannst du das bitte kurz laden? Das ist schwierig. Ja, lauft erst dahin. Marktplatz bitte. Da ist er. Sie steht in der Mitte. Mach diesen scheiß Onager da weg, der geht mir so auf Keks, ne? Da sind die Mango, das ist ja noch ein Witz gegen den Spacko da. Hab die Zeit vergessen? So, ganz gut. Moment. Ja, spar ich mal kurz. Ganz schwierige Angelegenheit hier. Schneller bewegen. Angriffsgeschwindigkeit und ein paar Konix. Leute, sind die weg? Das ist nur, ich die angelockt habe, ne? Mein Zar! Ein Tatar wartet vor den Stadtmauern auf euch. Er sagt, er heiße Kasim Bey und habe ein Angebot für euch. Ja, also jetzt kann ich noch mal ganz kurz hören, was er uns sagen möchte. Sa'i Valyo, wir sind Seelenverwandte. Wir beide wollen unser Volk befreien. Tötet die Khane, die über die Tataren und Kumanen herrschen. Dann werden sich diese Stämme gegen die Mongolen wenden. So, warte, ich mach noch ein Dings. So, ich verstehe eigentlich auch noch ein Dings, aber darauf scheiße ich jetzt kurz was. Ganz schlecht. Ich sag's dir, wie es ist. Das sind viele Fernkämpfer. Holy shit, boy. Nein, nicht die doch wunder. Nee. Alles nur die nicht. Alter, was geht denn da ab? Alter, was geht mit euch? Komplett übertrieben hier. Wie viele Kasernen habe ich? Geht so. Die Reichweite ist zu klein. Oh. Und es sind alles Fernkämpfer, ne? Das ist ja die Krise. Ihr habt viele Türme.
doch nur, Gaikan wird ihn zum Einsturz bringen! Ja, ja, mach was du willst. Was sollte ich denn so tut hier? Ich habe nur so halb zugehört. Wir sind Seelenverwandte, das habe ich gehört. Wir beide wollen unser Volk befreien, tötet die Khane, die über die Tataren-Kuman herrschen. Dann wenden sich die Stämme gegen die Mongolen. Ja, 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 ja. Cool. Die sind drin. Du bitte nicht. So, direkt das da und Wehrpflicht, beides wichtig. Der Mönch kommt bitte kurz zurück. Du, ich sag's dir ganz ehrlich, das ist richtig belastend hier. Zu weit entfernt, zu weit entfernt. Sag mal. Alter, was kommt denn hier alles? Okay, der ist dumm. Geil. Sammelpunkt ist da oben. Oder für den noch nicht. Okay, der war noch zu neu. Alter. Okay, ich brauch ganz kurz einen Plan irgendwie. Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann mich nicht gegenhalten hier. Ich weiß zumindest noch nicht genau wie. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt weiter die hier machen, aber die gehen halt auch gleich aus, ne? Ich dachte, wie es ist, du. Bogenschützen macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich könnte höchstens noch kurz erkunden gehen, vielleicht kriege ich irgendwie Verstärkung oder so. Alter, der geht mir halt richtig auf den Sack da unten, ne? Der ist halt richtig schlimm. Der macht hier alles im Alleingang mit dem komischen Onager. Schwierig. Aber da rankommst du auch nicht, weil dann 10 Bogenschützen auf dich ballern. Egal, der muss fallen. Ja, das dazu. Okay, ich bin... bisschen ratlos, bin ich ehrlich. Alter, nicht die Mauern. So, ich weiß mir sonst nichts weiter zu helfen. Ey, Jungs, ernsthaft? Ihr lasst euch zerballern? Ihr Pfeifen, ey. Ah, eine Burg. Wunderbar. Das ist ja toll. Genau das, was ich haben wollte, eine Burg. Okay, da ist ein Khan. Wahnsinn. Hä? Was soll ich denn da tun? Moment. Ich brauche eine komplette Planänderung. Weil das funktioniert ja mal gar nicht. Aber Trash Units ist halt jetzt auch nicht. Wobei, es ist halt nicht das Wahre irgendwie, ne? Die kommen halt mit so krassen Goldeinheiten. Da fliege ich eher mit auf der Schnauze. Ich habe auch viel zu wenig Produktion. Ich habe jetzt auch nicht so gut gespielt, ehrlich gesagt, aber... Ja, da ist halt der rote Khan. Während zumindest Rambücke, hier die Kipchak waren das, glaube ich, und der hat, glaube ich, auch schwere Kavallerie drin, Tusare. Also hier, nicht schwere Kavallerie, hier Dingens. Die Kavaliere oder Chevaliere, keine Ahnung. Das ist ja schön. Also am Anfang hier hinzustürmen, ist eigentlich schon fast notwendig. Was ich versuchen könnte, ist, direkt durchzupushen und den ersten Khan von Rot zu töten. Und hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu verteidigen mit Trash Units. Da muss ich aber ganz dringend einige Konix erschaffen, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst hinregeln soll. Das wird jetzt mal viel. Ja, 15 Konix werde ich mindestens brauchen. Ach
Junge. Hotkeys vertauscht. Mein Zar! Ein Tatar wartet vor den Stadtmauern auf euch. Er sagt, er heiße Kasim Bey und habe ein Angebot für euch. Da. Zar Ivaljo, wir sind Seelenverwandte. Wir beide wollen unser Volk befreien. Tötet die Khane, die über die Tataren und Kumanen herrschen. Bin dabei. Dann werden sich diese Stämme gegen die Mongolen wenden. Gib mir zumindest Mühe damit, wenn ich ganz ehrlich bin, du. Mehr kann ich mir nicht machen. Das auf jeden Fall. Nein, das ist doch schon wieder... Also dieser Onagarnet, der geht mir halt so auf den Sack, ne? Es ist unfassbar. Weil der macht's einem echt kaputt. Ganz ehrlich. Wenn der nicht wäre, wäre das Ganze hier 10-mal so einfach. Aber der muss fallen, weil der hat hier gerade alles eingerissen. Den ganzen Fernkampftrupp, hier kriege ich noch irgendwie verteidigt mit dem Krähposten. Jungs, knüppelt das Ding nieder. Ja. Das waren zwar jetzt 5, 6 Einheiten, die dabei draufgegangen sind. Viele Türme. Doch nur Gaikan wird sie zum Einsturz bringen. Geht wohl nicht anders. Können die nichts produzieren? Ja. So. Da bitte hingehen. Müssen kurz ein bisschen Nahrung kaufen. Geht gerade echt überhaupt nicht ab. So ist auch gut. Mehr davon. Und vor allem mehr Hilbertiere gleich. Ihr könnt, keine Ahnung, ihr könnt da oben Holz zacken. Was weiß ich denn? So, Ivaljo geht's gut. Kasimberg auch. Oh Gott, Junge. Okay, es hat schon deutlich besser funktioniert jetzt, weil dieser komische Spacko von Onaga kaputt ist. Jetzt muss ich nur genug Einheiten ansammeln hier. Dann ist alles easy. So. Wenn wir genug davon haben, gehen wir direkt runter zu Rot und ballern seinen Khan ins Jenseits. Dann sind die mich schon mal für uns am Kämpfen. Dann gehen wir direkt zu Grün weiter. Wenn wir das haben, glaube ich, habe ich schon das ganze Blatt so stark gewendet, das ändert alles. Dann könnte ich nochmal Wehrpflicht machen. Euer Volk ritt einst in der Steppe. Es ist eine Schande, dass nichts von diesem alten Blut in euch steckt. Kommt hinter euren Mauern hervor, Zar! Kannst du bitte die Klappe halten, Nogai? Wer versucht denn gerade ein 3 gegen 1, weil man es alleine nicht geschissen kriegt, ha? Richtig, du Versager. Okay, das sind viele Gegner. Aber mit genug Hilbardieren sollte es eigentlich gehen. So, wo ist unsere Schmiede? Ja, das wird jetzt natürlich auch richtig belastend hier. Botkin-Fall, safe wichtig. Ist alles super wichtig. Alter, das sind Marktkatzen. Ich mach mir jetzt auf irgendeinen Hotkey. Steck euren Mann, Zar! 25. So, pass auf. Ich speichere mal ganz kurz auf der 3. Ich glaube, das könnte funktionieren tatsächlich. Weil dieser Onager war das einzige Problem tatsächlich. Da ungefähr war der. Die machen das Tor auf. Seid ihr behindert? Oh nein. Ja, bin ich selber schuld. Ich habe Angriffsmove gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht so. Ja, passiert. Nee, das war eigentlich überhaupt nicht smart. Vielleicht kann ich es noch ganz kurz retten, ob ich da schon gespeichert.
Ja. So natürlich. Alles gut. Mehr Helebardierer. Ja, lass die ruhig kommen da. Wir wollen jetzt keine Energie verschwenden. Wir gehen direkt durch zum Kahn. Ist scheißegal. Die sind eh ein bisschen langsamer als wir, so insgesamt gesehen. Das passt schon. So, und die machen wir jetzt mit dem Onaga, unserem Mangel kaputt. Okay, die Kipchak schießen. Sehr belastend. Kommen die hinten durch? Ich hoffe nicht. Das war schon ein Spaß. Junge, also das ist eine Mission, die hat einen extrem heftigen Anfang. Also ohne Scheiß. Okay, ich bin auf jeden Fall richtig hier, das ist schon mal gut. So, mein lieber Kahn. Auf die Fresse. Prügelt ihn nieder. Nicht den ganzen anderen Kram, Jungs. Ihr müsst nur den Kahn prügeln, bitte. Jetzt kämpfen die gegen alles, aber nicht gegen den Kahn. Weil es so eng ist. Komm schon, stirb. Stirb. Ja. Raus. Zählt es nicht? Nee. Den habe ich nicht gesehen. Der hat zwei Kahne. Belastend. Oh, der hat zwei Kahne. Gar kein Problem, das kriegen wir geregelt. Ah, wie ärgerlich. Oder gehen wir doch zuerst auf grün? Weil da müssen wir nicht unter der Burg kämpfen, dann stecken wir... Alter, seid ihr eigentlich alle komplettes... wo habt ihr denn... Also, was? Nein, nicht gegen die kämpfen, richtig dumm. Ja, gut angelockt auf jeden Fall, Jungs. Nur weil ihr kurz ein, zwei Stege verteilen wolltet. Komplett verschwendet. Aber wenn Rot weg ist, haben wir schon so einen Riesengewinn, tatsächlich, finde ich. So, ich laufe jetzt auch mit den Einheiten durch. Einfach durchlaufen, nicht auf angreifen, dann, wenn ich einen Kahn sehe. Sondern ich laufe durch, mache dann 50-50, dass nur die Kahne fallen. Weil wenn die 25 Einheiten sterben, ist mir das prinzipiell auch egal. Hä, ist aber nur ein Kahn jetzt. Ne, da ist der andere. Hier oben hängt fest. Was willst du machen? Da ist noch einer. Willst du mich verarschen? Es gibt drei? Ach du heilige Scheiße. Belagerungs-Onaga. Junge. Okay, Planänderung. Ich habe gerade echt ein Problem. Die gehen ganz auf Seite, bis die ganze Kavallerie durchgeritten ist. Boah, Junge, das wird aber echt heftig. Das ist die einzige Nahrung, die wir haben, die müssen wir uns holen. Ich warte gerade kurz so ein bisschen auf Ressourcen. Ich brauche noch ein paar mehr Reiter. Ah, der ist schon tot. Na dann. So, nochmal kurz ein paar Connex. Ja, mach die Gebäude kaputt. Hast recht, das ist fair. Da, die müssen sterben. Danach haben wir alles easier. Easier, ist das Wort ein Wort? Wahrscheinlich nicht, egal. Okay, die sind komplett drin.
Lol, der macht einen Moonwalk. Dass ein Onager das kann, ist für mich neu. So, Planvorschläge. Ich bin offen. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ne? Haut sie jetzt raus. Ich appreciate die. Jeden einzelnen Hinweis. Alter Vater. Ich hab 31. Das müsste doch jetzt wohl eigentlich reichen für 3, oder? 10 pro. Problem ist, wenn wir jetzt eh wieder alles vollstehen mit denen. Egal, versuchen. Die ersten 9 gehen hier drauf. Der Rest rennt durch. Die gehen da drauf. Der Rest rennt durch, da drauf. Wie kann der denn überleben, Junge? Warum greift ihr denn da rechts an? Ihr sollt nur den angreifen. Please. Jungs. Klatscht ihn bitte in die Fresse. Danke. Ihr seid jetzt frei. Vernichtet die Mongolen. Ich gebe zu, wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich keinen Plan gehabt, was ich machen soll. Das war anstrengend. Aber der Anfang kickt rein. Der kickt richtig rein. So, jetzt kann ich auch mal ganz kurz hier mithelfen. Heiße Schmiede produziert festen Stahl. Ihr habt Nogai Khan gezeigt, wer der Schwächste seiner Krieger ist. So, jetzt ist die Frage. Was tue ich? Nein, er macht die Felder kaputt. Mach mal nicht, Junge. Die brauche ich, Mann. Mein Spiel ist kaputt, das ist schon mal schlecht. Ja, das ist wichtig. So, das ist schon mal gut. Da schon mal. Alles in die Dinger reingießt, was so geht, und der Rest hier bitte rein. Na, ist das jetzt so ein Klassik... Weißt du? Ist jetzt so ein richtiger Klassiker, dieses Spiel. Der Rote greift uns mit allem an, was er überhaupt produzieren kann, in nonstop Strom einfach, ja? Alles kommt rein. Jetzt ist mein Verbündeter, ey, ich sag's euch, jetzt wird hier eine Einheit alle 10 Minuten rauskommen, die vielleicht mal scouten geht. Ich hasse sowas, ne? Dann sollen sie auf mich genauso stark sein, wie wenn sie auf den Gegnerseite sind. Weil sonst macht das ja keinen Sinn. Also ehrlich nicht. Ist schlecht. So. Aber es wurde gerade alles entspannter. Als nächstes ist natürlich grün dran. Safe. Ob ich bei ihm einfach oben durchrennen könnte? Das ist eine legit Idee, weil der Weg ist offen. Das wäre schon ziemlich witzig. Problem ist, ich muss jetzt warten, bis ich Ressourcen kriege, sonst wird das ja eh nichts. Da ist ein Weg offen. Ich kann kotzen. Immer dasselbe.
Da, Bunai. Ey, er schickt einen winzigen Angriff. Aber ist okay. Der Tribocke? Please nicht. Also ernsthaft, mach mal bitte nicht. Boah, hab ich die schnell gerettet jetzt. Alter. Nein. Da ist doch einer durchgekommen. Das ist jetzt schlecht. Mann! Nein. Bitte triff nicht. Warum auch immer. Mönch, nein, jetzt habe ich gerade weg. Mir fehlen halt alle Ressourcen der Welt. Was soll ich machen? Das ist jetzt schade. Alter, Fernkämpfer, ne? Und das sind noch so viele. Ganz schwierige Angelegenheit. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe echt ein Problem gerade. Was mir hier die Verteidigung angeht. Da. Nee. Och, diese Mönche, da, ich sag's euch. Die sind nervig. Was schlimm ist, ich verliere jeden einzelnen Konik, den ich gerade produziere. Das ist ganz, ganz mies. Ich meine, es hält sich jetzt gerade alles wieder ein bisschen in Grenzen. Aber muss das? Oh Gott. Dass ich halt nur nichts bauen kann. Das macht es tatsächlich sehr, sehr schwer, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, jetzt stehe ich halt hier und kann warten, bis ich Ressourcen kriege. Das macht es halt, finde ich, super schwer. Dass ich jetzt halt quasi ja, die Hände gebunden habe und nichts tun kann. Ich meine, gut, der Gelbe gibt mir jetzt gerade keine Auszeit. Das ist ganz gut, aber ja, die lassen sich wegsnipen, auch richtig smart. Ich bin bei den Fernkämpfern, kann ich nur darauf hoffen, dass jetzt die Burgen das für mich machen. Ansonsten bin ich da eher im Arsch. Alter, ne? Euch produziere ich nicht, ihr seid eine Geldverschwendung. Hab ich eigentlich. Was cooles bin ich natürlich. Weißt du, das meine ich. Weißt du, gegen mich ist er übertrieben stark und schickt alles und hier, guck mal, er produziert nichts nach. Eine Ramme jetzt. Ja, okay, ist ja noch okay, aber da kommt nichts. Schwach. Ich habe nur 11. Da kann ich ja nichts mitmachen. Das Schlimme ist, sein Lager ist halt wirklich relativ einfach zu besiegen, tatsächlich. Das ist ja noch das Traurige daran. Mache ich das dahin, um jetzt hier so eine kleine Wand zu machen? Weil da unten die Gebäude sind eigentlich eh egal, die da stehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Schwierig, du. Ich meine, Spiele könnte ich nochmal nachbauen, ja? Die wäre auch nicht ganz schlecht. Aber hier fehlt ja doch Gold und so, ne? Ich könnte Nahrung ein bisschen verkaufen. Ja, der wird sterben.
Das ist sowas von RIP. Mit dem Roten. Oh Mann, ey. Warum ist aber jetzt bei mir nicht so scheiße gewesen wie da? Nein, nicht sterben bitte. Ja, total dumm. Ich kann auch keinen davon wunderbauen, ne? Das ist ja schade. Oh oh. Das ist gerade ganz schlecht. Das sind nämlich Triebocke, zwei Stück. Nee, ach Grüner, bitte. Muss das sein? Oh. Das ist jetzt belastend. Schade. Ich sag's, wie es ist. Das war jetzt richtig mies. Weil ich habe jetzt keinen Dorfbewohner mehr. Das ist ja übelst belastend, die Mission. So, das war schon mal der Scheißteil. Ja, baller doch, was du willst, mir egal. Ich gehe jetzt da rein und versuche die zu töten. Weil der Gelbe schafft zumindest jetzt hier noch in seiner Burg ein bisschen rauszuzögern, nenne ich es mal. Ja? Wir speichern auf die 4, damit ich noch zurückjumpen kann. Ich weiß nicht, soll ich lieber ihn töten? Aber ich muss halt sein Gebäude zerstören. Das ist halt das, was mich halt ein bisschen besorgt. Auch im Dorfbewohner ärgert mich jetzt übelst, ne? Dass ich aber auch keine produzieren darf, finde ich halt auch frech. Oh, nee. Jetzt ist das Tor natürlich zu, weißt du? Nö, nö. Ich lasse mich jetzt nicht hier einblockieren. Weißt du, die ganze Zeit backt ihr da rum wie Scheiße. Und jetzt dacht ihr, nö. Jetzt war offen. Zu. Frech. Also das war jetzt mein größter Verlust tatsächlich, weil ich hätte mir jetzt noch zwei neue Krähposte bauen können oder müssen. Schwierig. Danke. Schlappt den guten Mann ab, bitte. Ah, ein weiterer Kahn. Das ist ja toll. Alter, ist nicht euer Ernst. Was ist das denn? Die laufen in den Busch rein. Guckt euch die Scheiße mal an. Was war denn das? Ey, Jungs. Nochmal eine Ehrenrunde laufen, hä? Das war ja wohl mal selten dämlich jetzt. Oh mein Gott. Ja, das können wir neu machen. Hey, wie dumm waren die denn jetzt bitte? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Alles klar. Also wir haben es mit dummen Idioten zu tun. Das habe ich jetzt kennengelernt. Schwierig, Mann. Ach, der ist direkt hier vorne. Das war auch angenehm. Der ist draußen! Nicht dein Ernst! Lass mich raus! Ich will raus! Ich will raus! Jetzt gammelt er draußen ab! Ich meine, das ist gut, weil da komme ich besser hin als hier anderswo. Aber daran werden jetzt alle meine Konics sterben. Und ich pech sogar noch mehr. Oh! Reicht. Meine tatarische Sanja, ich habe euch befreit. Reitet zum Angriff auf Nogai Khan. So, der Rote? Noch lebt da. Nogai Khans Reiter sind wie die Grashalme der offenen Steppe. Auch wenn Tausende zertrampelt werden, marschiert die Horde weiter. Naja, mach du, Mann. Oh Gott, ey. So, damit haben wir schon mal den zweiten Spacko weg. Oh, das ärgert mich, dass ich diesen einen Dorfbewohner auch verloren habe jetzt, ne? Also, weißt du, dass ich jetzt keine Echo aufbauen darf, ist ja eine Sache. Aber keinen Dorfbewohner selber erschaffen.
in so einer Situation? Ich meine, sie hat grenzt an ganz schwierige Verhältnisse. Ja, Gott, eigentlich können wir verkaufen, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Ist jetzt eh vorbei. Da, also, ja, wunderbar. Mal gucken, wie viel er jetzt dagegen unternimmt, gegen den Gelben. Erstmal ganz kurz, wo ich gerade drüber nachdenke. Speichern. Und da sind es wieder, die guten Onager. Tja, ich bin jetzt im Überlegen, wie ich das gerade mache, tatsächlich. Weil einfach durchrennen mit Konix, das Ding hat 5000 Leben, das wird auch nicht so ganz klappen, ne? Ich müsste schon Tribocke mitnehmen, eigentlich. Wenn mir der Grüne und der Dings helfen würden, richtig, vernünftig, ne? Dann wäre das alles sogar echt easy. Ich meine, der schickt jetzt auch ein paar Kipchak los, das ist gut. Paladine sogar, Alter. Ist da eine Reliquie irgendwo? Nee, ne? Ich frag mich halt, ob es was bringt. Wenn ich jetzt die Burgen versuche wegzuschießen, weil ich glaube, da bin ich dann zu anfällig für Eigenschaden so. Ah, gefällt mir alles nicht. Ja, ich muss es halt versuchen, aber was soll ich machen? Da bleibt jetzt ja nicht so viel übrig. Die kosten 60, 70, ne? Ich mach dich mal ganz kurz auf die 3. So. Ich meine, da haben wir nicht viele, ja? Aber es sind trotzdem 20, 25 Stück. Da kann ich zumindest schon mal was mit anfangen. Okay, sie kämpfen. Überwiegend gelb, aber sie kämpfen. Das sind halt noch die Reste, die ich halt da so entgegenbekommen habe, ne? Schwierig. Aber prinzipiell dann nur Husaren. Mangodais, die sind sehr stark und sehr nervig. Und Onaga. Solange ich die Onaga zurückhalten kann, die Husaren, sollten die Tribocke eigentlich relativ gut überleben können. Mehr oder weniger, ne? Ihr kennt das ja. Ah, das mit diesem einen Dorfbewohner oder den dreien da insgesamt eigentlich ist so ärgerlich. So, jetzt kriegt ihr erstmal viel Fresse. Klassiker. Aber ich denke mir so, was er auf die Fresse kriegt, kriege ich nicht ab. Also passt das. Ich frage mich echt, soll ich die Lager einzeln kaputt machen oder versuchen durchzulaufen? Ich werde jetzt erst versuchen, mal durchzulaufen, weil ich glaube, wenn wir einfach da durchlaufen, habe ich, glaube ich, mehr Erfolgschancen. Als wenn ich langsam ausblute, so weiß ich mal. Weil ich habe halt keinen Nachschub an Einheiten. Jede Einheit, die bei mir stirbt, ist halt tot. Gott, ich werde erst mal was finden. Ach ja. Ich frage mich auch, ob es irgendwie geholfen hätte, direkt alles reinzuschicken in den. Wobei, dann hätten wir halt extrem viel Angriff bekommen. Ich weiß es nicht. So ist schon ganz gut jetzt eigentlich gerade. Nochmal ein paar Tribute vielleicht? So 10.000 von allem? Fände ich fair.
Tribute sind da, das ist gut. Aber leider zu wenig. Ich glaube, ich mache mehr Tribocke. Bin ich eigentlich schon zu angewiesen hier, ey. Drauf angewiesen bin ich natürlich. So, das war's auch damit wieder. Die warten wir natürlich auch noch kurz ab, ne, weil... Hilft. Oh ja, er hat einige Paladine und Kipchak. Das ist gut, 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 gut. Okay, die Onager fallen auch gerade nach und nach. Ja, so muss das aussehen. Also was richtig fair ist in der Mission, das muss ich sagen, das finde ich richtig gut, dass die Angriffe auf die Verbündeten jetzt gehen und nicht auf uns. Weil dafür finde ich die Ressourcensituation echt ein bisschen zu belastend, als dass es sonst fair gewesen wäre. Aber, so wie es jetzt gerade läuft, ist ziemlich gut und fair. Wobei ich nicht weiß, was ich davon halten soll, wenn Missionen darauf ausgelegt sind, Gegner zu snipen oder irgendwelche Gebäude wegzusnipen. Das heißt also reinrennen, nur dieses eine Ziel angreifen und dann halt hoffen, dass es funktioniert. Hat immer so einen kleinen faden Beigeschmack, weil das halt so, ja, mehr hoffen und einfach raufrennen als irgendwie was anderes ist. Na egal. Alter, Rot geht gerade ab. Hätte man eine Armee. Grün, es ist deine Zeit. Your time to shine, boy. Alter, wie langsam die produzieren, ne? Habe ich Wehrpflicht? Ja, ne? Habe ich. Ach, ich könnte es eigentlich abreißen und gegen Gold verkaufen. Ich kann es ja eh nicht abschließen. Ganz ehrlich? Was soll ich machen, ne? Ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Immerhin haben wir die ganzen Forschungen, ist auch gut. Mal eine kleine Frage. Die Kananu-Geister gehörst du ja auch zu, ne? Was ist, wenn ich dich töte? Ich nutze mal ganz kurz die Möglichkeit, wir lesen uns mal die Hinweise durch. Weil, wenn man die Mission reingeführt wird, dann muss es doch bestimmt irgendwie auch einen Hinweis geben zu der ganzen Situation so. Sie können keine zusätzlichen Dorfbewohner ausbilden und sollten sich auf ihr Militär konzentrieren. Beschützen Sie Ihre Dorfbewohner, damit Sie Reparaturen durchführen und Gebäude bauen können. Ach so. Ja, danke für diesen Hinweis. Wäre mir selbst nicht in den Sinn gekommen. Wie Ihnen stehen auch Ihren Feinden große Mengen an Rohstoffen zur Verfügung. Es gibt nur einen Weg, um den gegnerischen Ansturm zu verlangsamen. Zerstören Sie die gegnerischen Militärgebäude. Das halte ich übrigens immer noch für Schwachsinn. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gegner keine Ressourcen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Mission ist, kann natürlich sein. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die halt unendlich haben, weil die durchgehend produzieren. Haben die jetzt hier Ressourcen oder nicht? Das ist immer die gleiche Frage. Das ist auch von Mission zu Mission unterschiedlich. Man weiß es nicht. Es kann jedoch von Vorteil sein, die Lager der Tataren und Kumanen zu erhalten. Wenn die Khane, die über die Lager herrschen, getötet werden, werden diese Gruppen zu ihren Verbündeten. Es wäre klug, wenn sie Gruppen aus schnellen Kavallerieeinheiten ausbilden würden, die sich darauf konzentrieren, auf feindliche Khane Jagd zu machen und sie zu töten. Ach so. Ja, die ist auch eigentlich gefühlt die einzige Möglichkeit, die du hast, ganz ehrlich. Ja, und Speer bringt uns halt gar nichts. Also unsere Armee ist auf jeden Fall jetzt nicht klein. Das freut mich. Könnte jetzt auch ein bisschen größer sein, so. Aber wir können mit auf jeden Fall schon mal was anfangen. Oder gehen wir doch Schritt für Schritt vor? Ich mache mal hier kurz eine kleine Unterbrechung für euch, einen kleinen Cut. Bis gleich. So, weiter geht's. Da muss ich mal ganz kurz weg. Egal, weiter geht's. Du bist übrigens ein Krüppel, du musst mal ganz kurz zur Heilung gehen. Ach nee, der Mönch ist ja tot. Ja, wie ärgerlich. Dann hast du wohl Pech.
Ja, die rote Armee chillt jetzt. Der grüne baut sich jetzt ein bisschen wieder auf. Ich muss übrigens alles ein bisschen zurücknehmen. Die bauen sich tatsächlich doch in einem recht guten Maße auf. Also passt schon. Oh, der rote geht jetzt auch wieder zum Angriff. Easy. Ja, doch, die produzieren schon ganz gut. Dann habe ich da nichts gesagt. Weißt du was? Die Möglichkeit lasse ich mir nicht hingehen und gehe direkt mit dir mit. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, jetzt reinzugehen. Aber ich finde es zumindest soweit sinnvoll. Weil er mir hilft. Weißt du? Und wenn er eh jetzt hier angreift, dann können wir auch direkt mithelfen gehen. Weil ich habe eine bessere Möglichkeit, als jetzt gerade kriegen wir nicht unbedingt. Wobei jetzt die ganze Front hier mitsteht, ne? Jetzt habe ich quasi die Front von Rot übernommen. Oh. War das jetzt so smart? Ich weiß es nicht. Ihr schlagt euch gut. Oh. Nogai Khan wird euch einen ehrenhaften Tod gewähren. Ihr werdet von Nogais Zelt lebendig gekocht und gepfählt. Da, da ist also, boy. Schwierig. Ja, das ist also, ja, das ist ja. Nein, nicht da angehen, bitte, Jungs. Richtig dumm. Weißt du was? Gefällt mir alles gar nicht. Also roter Angriff sah viel krasser aus, als er letztendlich geworden ist. Super belastend. Oh, das ist schwierig. Ist das jetzt so Würfer? Ich weiß ja nicht. Ich habe irgendwie den roten Angriff ein bisschen überschätzt. Das war jetzt eher belastend. Dann warten wir halt. Ich muss mir erst so eine richtig schöne Armee zusammenbauen hier. Dass er natürlich jetzt alles nach hinten zieht, hätte ich mir auch denken können, aber der sah vielversprechend aus, bin ich ehrlich. Ich dachte, mit vereinten Kräften könnte das was werden. Tja. Wohl leider nicht. Da war ich wohl fehlgeleitet. Dann warten wir einfach jetzt so lange, bis wir hier, keine Ahnung, 60, 70, 80 Leute haben, dann passt das auch. Ja, Geschwindigkeit 2. Wisst ihr, was ich noch nicht verstanden habe? Warum das generell eigentlich von der Zeit her immer 1,5, 1,72 ist. So, warum muss die Ingame-Zeit schneller sein als in echt? Was für einen Sinn hat das damals gemacht? Weil irgendwas muss das ja, keine Ahnung, gebracht haben. Weil sonst ist es doch eigentlich nur kompliziert, das so zu machen, oder sehe ich das irgendwie falsch? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber ich glaube, Burg zerstören erstmal und so ist, glaube ich, doch ganz gut, weil er dann die Verstärkung nicht schicken kann, der Typ. Weil ich glaube, der kann echt unendlich produzieren oder der kriegt zumindest doppelt oder dreifach so viele Rationen wie wir. Was auch gut ist, wenn wir einfach warten, bis die alle an seinen Burgen, an deren Burgen zerschallern. Und wir dann kurz angreifen gehen, aber ich glaube, das wird uns auch nicht so viel bringen. Alles schwierig. Naja. Oder wir machen einfach weiter Einheiten und Einheiten und Einheiten und Einheiten. Und noch mehr Einheiten. Und wenn da noch Zeit ist, dann vielleicht nochmal kurz ein paar Einheiten. Aber auch nur eventuell. Guck mal, jetzt gerade sieht es so aus, als könnte Rot richtig vielversprechend sein. Ist er gar nicht. Echt schade. Warte, guck mal an, wie viel Gelb da schon wieder hat, ne? Aber er trifft sich auch gut selbst, das muss man auch sagen. Ja, Grün wird langsam ein Problem kriegen hier, bin ich ehrlich. Aber ich gehe jetzt nicht helfen, weil es sind meine Einheiten, die draufgehen würden. Und lass den mal machen, würde ich sagen. Nice gesniped, Junge. Das war seine Burg.
Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf meine Einheiten. Und gut ist. Ich glaube übrigens, durchrushen ist doch vielleicht eine ganz gute Option gerade. Weil wenn wir jetzt alles andere kaputt machen, dann haben wir so viele Einheiten, die wir abwehren müssen unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Alter, wir haben 53 Stück, jetzt gerade läuft. Das sind genau 60, die wir haben. Sehr nice. Dann müssten wir halt hier laufen, da durchgehen und uns da aufbauen mit den Triebwerken. Und dann haben wir sogar den Vorteil des Berges. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... Man kann ja hoffen, ne? Mir geht auch ein bisschen die Stimme verloren, muss ich sagen. Ich sag halt, ich bin krank, ne? Je mehr ich rede, desto schneller ist die weg. Schwierig. Alter, ohne Witz, die produzieren doch echt langsam, die Scheißdinger. Ich will vergessen nicht, wir sind auf Geschwindigkeit schnell jetzt, ja? Sonst sieht das Ganze so aus. Das ist echt langsam. Wenn du das mit so der einen oder anderen, Nation vergleichst, ist schon krass. Mein Headset piept, das will Strom. Dann gebe ich dir das doch. So, pass auf. Mein Problem ist, jetzt sind zwar gerade alle Fronten quasi tot, aber ich habe so das dumme Gefühl, dass jetzt die er wieder mit neuen Einheiten kommt, weil jetzt gerade die Tribute kamen. Naja, was willst du machen? Also die Rohstoffverteilung, die ich habe, geht mir echt auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Die ist echt schlimm. Dahin. 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 So, jetzt bin ich gespannt, weil eigentlich müsste er jetzt mit allem in meine Fresse laufen, was er nur irgendwie zu bieten hat. Meine Verbündeten sind gerade mehr oder weniger RIP. Heißt, ich krieg die volle Breitseite in mein Gesicht. Ihr schlagt euch gut. Nogai Khan wird euch einen ehrenhaften Tod gewähren. Und jetzt kommt ihr die Masse. Ihr werdet von Nogais Zelt lebendig gekocht und gepfählt. Also ich meine, mit dem Burgen ausweichen klappt ja soweit ganz gut. Einmal wegprügeln. So ist gut. Die Mangodais und so ignorieren wir, bis unsere Triebocke durch sind. Dann brauche ich nicht in die Reichweite der Burgen laufen. Das ist gut. Nein, 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 nein. Renn doch. Da kam der Panikmoment. Was machst du denn jetzt da? Okay, nicht da. Das ist doch Selbstmord, Junge. So, bringt ihn um. Ihr müsst nur kurz ein bisschen die Pfeile checken. Ist alles easy. Ja. Ist es kaputt? Zerstört alles, was ihr seht. Ja. Es war eine Ehre, gegen solch einen starken Gegner zu kämpfen. Geht nun, Zar der Bulgaren. Verräter haben euren Thron geraubt. Geil. Weißt du, von hier jetzt innen heraus den zu zerstören, ist plötzlich ganz einfach. Gerade eben im Frontkrieg war das ganz schön schwierig. Puh, okay, alles klar. Das war eine sehr schwere Mission, fand ich. Ich meine, letztendlich hat sie doch ganz gut funktioniert, aber leck mich im Arsch, die war sehr viel darauf basiert, einfach nur zu snipen. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein einsamer Reiter näherte sich Drasta und rief nach dem Zaren. War es ein Bote des einäugigen Khans mit einem Friedensangebot? Fragte sich Evaljo. Doch als der Zar über die Zinnen blickte, sah er, dass der Reiter ein Bulgare war. Welche Kunde brachte er aus Tarnovo?
War er gekommen, um Ivaljo von der Geburt seines Kindes zu berichten? Nein, seine Nachricht ließ Ivaljo und die Überlebenden der Belagerung erstarren. Zar, begann der Reiter, eure Männer in Tarnovo sind tot, ermordet von den Buljaren, die für Ivan Asen die Tore geöffnet haben. Ivan hat die Zaren und euer neugeborenes Kind gefangen genommen und zum Kaiser gebracht.